Hallihallo, liebe meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Fallout 4. Wir sind im Institut angekommen und wir haben unsere Aufgabe erfüllt. Wir haben den Minutemen in den Hintern getreten, was scheiße ist, weil wir die Minutemen im Prinzip gegründet haben und deswegen werde ich Papa jetzt mal ein bisschen zur Rede stellen hier. Ah, da bist du ja. Ich kann ja nicht ausdrücken, wie erfreut ich bin. Unser neuer Gast macht sich mit seiner Umgebung vertraut und hat schon mehrere Ineffizienzen in unseren Methoden entdeckt. Mit deiner Hilfe wird Phase 3 bald bereit sein. Ich danke dir. Vielleicht liegt es daran, dass ich die einzige Person bin, die wirklich arbeitet. Komm schon. Bau und Vorbereitung des Reaktors haben zahllose Stunden gedauert. Gut, du hast ein paar gefährliche Missionen überstanden. Diesen Preis zahlt man als Anführer. Du musst noch eine Aufgabe übernehmen. Und ich glaube, sie wird dir gefallen. Wir sollten dem Commonwealth mitteilen, dass wir da sind und es auffordern, uns nicht in die Quere zu kommen. Das solltest du übernehmen. Das soll doch wohl ein Witz sein. Absolut nicht. Du wirst der neue Direktor des Instituts. Du bist die einzige logische Wahl für so eine wichtige Aufgabe. Wir haben einige Sätze vorbereitet. Wenn du fertig bist, übertragen wir sie an das gesamte Commonwealth. Dann nutze das Mikrofon und halte dich an dieses Skript. Ganz einfach. Du schaffst das schon. Seit Jahren habt ihr vermutet, dass es das Institut noch gibt. Dass wir unter euch sind. Das stimmt. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Wir sind hier und wir sind... die Zukunft. Unsere überlegene Technologie steht für die Zukunft des Commonwealth. Heute aktivieren wir unseren Atomreaktor, um auch dann noch zu bestehen, wenn die Welt an der Oberfläche nicht mehr existiert. Der Menschheit eine Zukunft zu geben. Wir möchten uns nicht einmischen in unwichtige Details eurer... täglichen Aufgaben. Wir wollen nur, dass ihr euch nicht in die Aufgaben des Instituts einmischt. Zur Folge hätte das... eine Tragödie für alle. Seid beruhigt, denn die Zukunft ist sicher und die Menschheit wird unter uns aufblühen. Okay, haben wir hingekriegt und zwar weitestgehend so, wie wir das haben wollten. Also ich mir das zum Beispiel vorstellen. Ja, das war interessant. So hatten wir es uns nicht gedacht, aber die Aussage dürfte bestimmt rüberkommen. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass jeder es hört. Hättest du Lust auf einen kleinen Ausflug nach Diamond City? Was hast du in Diamond City vor? In der Stadt selbst gar nichts. Das ist eine Art Abkürzung. Den Radiosender in Diamond City hören viele im Commonwealth. Wenn die Leute hören sollen, was wir zu sagen haben, können wir sie so am besten erreichen. Bevor wir die Sendung übernehmen, müssen wir für eine maximale Übertragungsreichweite sorgen. Mir wurde versichert, dass die nötigen Teile vor Ort sind. Du musst sie nur installieren, um die Sendestärke zu erhöhen. Melde dich, wenn du fertig bist. Bis dahin müssten wir bereit sein. Okay. Machen wir das. Also ab nach Diamond City. Reisen ja nur noch schnell durch die Gegend, nochmal, das ist ein Träumchen. Jupp. Hi. Vielleicht sollte ich mal mit der Nachrichtentussi hier reden, dass die mal ein bisschen was rausbringt.
Weil? Unglaublich, dass die Dinger noch laufen. Hey, Piper. Gehen wir zufällig in die gleiche Richtung? Nein. Tun wir nicht. Ich hab Peterle dabei. Ich glaube, der ist durchschlagskräftiger. So, den Radiosender. Du willst handeln? Wir haben immer. Kürzen wir einfach mal ab. Das gute alte Diamond City Radio. Ich vergessen, was du für mich getan hast. Nicht? Dann tu jetzt mal was für mich. Oh Gott, dieses Dingen, ey. Meine Radioshow ist jetzt besser, oder? Ich bekomme längst nicht mehr so viele Beschwerden. Radio-Ding mit Drehschaltern. Okay, versuchen wir das. Kommt das vielleicht hier hin? Okay, rein damit. Die Sache mit Scarlett hat nicht so richtig funktioniert, aber das ist okay. So, alles fertig. Okay, und nu? Geht's dir? Gut. Hi. Meine Radioshow ist jetzt besser, oder? Ich bekomme längst nicht mehr so viele Beschwerden. Aber das ist fertig, oder nicht? Okay. Sprich mit Newton, ob hier nie. Ach komm, ich glaube, ich mache jetzt mal ein bisschen was anderes. Nicht mehr im Institut weiter, sondern wir gehen jetzt einfach mal zum Autobahnkreuz Masspike. Da ist es. Da können wir noch nicht hinreisen. Dann nehmen wir den Sumpfwald. Da kennen wir uns aus. Da waren wir schon mal. Und wenn da noch Gule sind, haben wir Petele dabei. Der räumt da schon ordnungsgemäß auf. Da! Fünzelchen an. Ich fände jetzt eine Deathclaw relativ witzig, wenn die mal käme. Einfach mal zu sehen, was Peter denn gegen so eine große Ordnung ausrichten kann. Und ohne Scheiß, das Gebiet hier sieht schon verdächtig wieder nach so einem Ort aus, wo das durchaus passieren könnte gleich. Sie sind.
Ach ja, der hat ja auch noch den Aggressor-Kopf oben drin. Okay, wie kommen wir da hoch? Alter, Peter, du räumst ja richtig auf hier. Oh, ich glaube, da scheppert es gleich schon wieder. Na, komm her. So. Gib mir das, das brauchst du nicht mehr. Wie kommen wir denn jetzt hier hoch? Können wir da hoch vielleicht? Ich meine, mit dem Jetpack ja sowieso wahrscheinlich, aber... Da ist ein Aufzug. Aber der hat unten nichts, ne? Zum Steuern. Oder? Doch, da ist bestimmt was zum Steuern. Puh, komme ich da rüber? Da ist der nächste. Da ist noch irgendwo einer. Nur wo? Jetpack erleichtert gerade, glaube ich, echt immens hier was. Man kann einfach mal ein bisschen abkürzen. Und Robby fährt, glaube ich, gerade irgendwo unten rum. Oder? Ja.
Wie kommst du denn jetzt hier hoch? Hä? Ja, guck mich nicht so an hier. Peterle cheatet. Ja, komm, Peterle, zeig mal. Ja, komm. Hier. Peterle will, glaube ich, nicht. Peterle ist im Standby-Modus. Boah, hier hinten gibt's doch bestimmt irgendwas, oder? Oder? Das ist ein toller Bus. Sehr viele Sitzplätze. Puff. Es leuchtet so schön. Könnte ich den ganzen Tag machen. Das ist eine adäquate Waffe für so eine Rüstung. Oder halt das hier, das Messerchen. Ich glaube, ich sollte eigentlich noch gar nicht hier oben sein. Naja, gut, dann halt zuerst den Boss. Kanada? Ich glaube, die sind genau unter mir. Zum Glück rappelt's hier nicht, wenn ich lande. Das ist flüsterleise. Bewegung in Umgebung entdeckt. Möglicherweise getarnte Einheit im Einsatzbereich. Hey. Sensoranalyse negativ. Waffen gesichert. Ah, schau auf unser Punkt. Schön. Hi Peterle, wo kommst du denn her? Nein, Peterle, spring nicht! Sobald ich hier runterspringe, ne? Geht doch eh die Ballerei los, wie sonst was. Na, wo bist du? Bin ich da runter? Ich glaube ja. Wir haben sie verloren.
der Gefechtszone. Na komm her, du. Ich schlage vor, wir nehmen so viel mit wie der Stab und die Nacht habe ich. Yep. So, sehr schön. Aufgeräumt haben wir. Ja, super. Nur die Turmsteuerung hier. Das ist ja traumhaft. War dieses Loch hier vorher auch schon so groß? Ich bin mir unsicher. Ich glaube nicht. Naja. So, hier drüben soll jetzt noch irgendwo einer sein. Das werden wir jetzt gleich mal abchecken. Ob dem denn auch so ist. Wer ist er denn? Barnes. Oh, Coca-Cola Cherry. Wo ist der Geschützturm? Ja, komm. Schön, dass er sich auch bewegt und nicht mehr in Deckung geht. Das ist, Eieiei, wo sind denn die ganzen Sachen hier? Oh, eine Kiste, die nehme ich mit. Grognak der Barbar-Comic, sehr schön. Ich glaube, da kommt nichts mehr. Erstmal. So, dann wird das nächste wahrscheinlich hier oben sein. Oder hier drunter. Eins von beiden, vermute ich mal. Das andere würde nur bedingt Sinn machen. Na gut, dann gehen wir mal kurz nach oben. Okay, es geht runter. Was? Ah! Du da! Weiter Feuer! Mann, ey, dass die sich immer so wehren müssen.
Okay, aber irgendein Ziel fehlt uns hier tatsächlich gerade noch, ne? Irgendwo in dieser Richtung soll es sein. Da müssen wir hier wahrscheinlich noch einmal komplett durch. Anders kann ich es mir jetzt nicht vorstellen. Da wo Jan sind, dann soll das sein. Kurz auf die Karte, ob das auch wirklich stimmt, was ich erzähle. Nö. Wir sollen ja schon wieder zurücklaufen hier. Sprich mit MacReady. Wir haben es nämlich schon abgeschlossen. Wir haben hier beide schon gemeuchelt. Hätte ich jetzt lange laufen können. Super. Gut. Ich würde aber sagen, wir sind jetzt am Ende angekommen hier und machen hier erstmal wieder einen kleinen Cut. Sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Alles Gute. Dankeschön fürs Zuschauen und ciao.